Bad Austria Kunstforum. Die Podcast-Reihe des erfolgreichsten Ausstellungshaus Österreichs. Präsentiert von Manfred Horak. Zum Einstieg eine kleine musikalische Fantasie von Daniela Koch aus ihrem Album My Magic Flute, die im Rahmen der Auszeichnung Bank Austria Artist of the Year aufgenommen wurde. Im Mittelpunkt dieser Episode steht aber eine andere Künstlerin, nämlich Birgit Jürgensen, die am 10. April 1949 in Wien geboren wurde und am 25. September 2003 in Wien starb. Das Bank Austria Kunstforum zeigt bis 6. März 2011 die ganze Spannbreite ihres Schaffens und somit die erste posthume Birgit Jürgensen-Retrospektive mit 180 Werken aus dem Nachlass und 50 Arbeiten aus der Sammlung Verbund, sowie mit einzelnen Leihgaben verschiedener Museen, Galerien und Sammlungen. Bereits im ersten Raum wird man von ihren Werken gefangen genommen, von der Kraft und Subtilität, von der Schönheit und von ihrem Selbstverständnis Grenzgänge zu beschreiten. Selbstironie und Subversion, die Lust am Surrealismus und Sprachspiele verknüpfen sich mit Experimentierfreudigkeit und zugleich Wiedererkennbarkeit in poetische Kunst. Feministische Avantgarde ist das allgemeine Stichwort, wenn über das Gesamtwerk von Birgit Jürgensen gesprochen wird. Im Klima eines männlich dominierten öffentlichen Lebens und Kunstbetriebs Ende der 1960er Jahre tauchte Birgit Jürgensen in der Kunstszene auf, und im Gegensatz zu anderen Künstlerkollegen wählte sie nicht das schrille, laute, aktionistische Mittel, sondern nahm vielmehr die stille, beobachtende Haltung ein. Regelrecht erstaunt macht auch die Vielseitigkeit ihrer Kunst, und genau hier steigen wir auch im Gespräch mit den Kuratorinnen der Ausstellung ein. Somit erstmals Ton ab für Gabriele Schor, die Leiterin von Sammlung Verbund, und Heike Eipeldauer vom Bank Austria Kunstforum. Sie war in jeder Form eine Grenzgängerin, kann man sagen. Und sie hat auf die Wiedererkennbarkeit von einem Stil verzichtet, zugunsten dieser Vielfältigkeit und zugunsten des Experiments. Aber dennoch kann man eigentlich ihre Handschrift sozusagen erkennen, also egal jetzt, ob man sich den ja, es sind gewisse Ideen, Schuhe anschaut, gewisse literarische Bezüge, gewisse Themen, die sich wie ein roter Faden eigentlich durch ihr 30 Jahre währendes Werk ziehen. Ja. Welche Bedeutung sozusagen hat es für die feministische Bewegung, das Werk von der Birgit Jürgensen? Also sie war ja nicht so radikal wie viele andere, aber dennoch gibt es ja Bezugspunkte an und für sich. Sie war politisch denkend, aber sie hat zum Beispiel keine Performances gemacht in der Öffentlichkeit wie Wally Export. Sie hat alleine im Atelier gearbeitet wie zum Beispiel Cindy Sherman oder Francesca Woodman. Und sie hat Mode getragen, sie hat sich geschminkt, sie hat eine Sinnlichkeit in ihrer Kunst repräsentiert, sie zeigt sie. Und das ist sicherlich ein Aspekt des Feminismus, der heute besser rezipiert werden kann als in den 70er Jahren, wo die Zeit mehr politisch und auf Konfrontation war. Und sie hat sich an den Surrealismus orientiert, an den poetischen, an der Poesie des Surrealismus. Dass sie die Gender-Debatte, also wie sie als theoretische Debatte dann in den 90er Jahren in den USA mit Judith Butler geführt worden ist, dass sie die in gewisser Weise künstlerisch vorwegnimmt. Also indem sie, es gibt Arbeiten wie zum Beispiel Frau,
wo sie ihren Körper in die Buchstaben F-R-A-U einschreibt und sich sozusagen dem Körper, der Körper unterwirft sich der Schrift und sie stellt sozusagen dass die geschlechtliche Identität, das Frausein als Konstrukt aus damit. Und das sind Ideen, die dann Judith Butler in den 90er Jahren in Gender Trouble sozusagen formuliert und noch vorantreibt. Also man kann sagen, dass sie da das antizipiert hat. Ja. Sehr bekannt, oder zumindest mir war es bekannt, da gehe ich mal davon aus, dass es bekannt ist, ist auch dieses Foto, wo sie an der Glasscheibe drückt, ja. Also sich dagegen presst und vorne steht, glaube ich, ich will hier raus. Ich will hier raus. Mhm. Ja. Die Arbeit Ich will hier raus, die Fotografie, wo man die Künstlerin selbst sieht und eben ihr Gesicht und ihre Hände gegen die Glasscheibe drückt, ist in 1975 entstanden, also im Jahr der Frau, und ist eine klassische Arbeit, wo sie sagt, sie möchte die eindimensionale Rollenzuschreibung der Frau als Hausfrau, als Mutter abstreifen, loslassen, und dann sozusagen öffnet sich das Feld und dann danach fängt eine Pluralität eigentlich von Identitäten und eine Vielfalt an. Und das ist eben, und in dieser Zeit sind ja auch die Hausfrauenzeichnungen entstanden. Also sehr ironisch, wo sie zum Beispiel, wo man drei Frauen sieht, die die Männer als Waschlappen sozusagen benutzen. Da sieht man auch wieder dieses Sprachspiel, was sie macht. Sie hat ja auch gerne Papa Neruda gelesen. Ja, ja. Vor Birgit Jürgensen haben wir hier die Frida Kahlo-Ausstellung gehabt. Mhm. Gab es da auch irgendwelche Bezugspunkte von Birgit Jürgensen hinsichtlich Frida Kahlo? Frida Kahlo hat sich ja ausgezeichnet, dass sie eine der ersten Künstlerinnen war, die wirklich eine Form von Selbstumkreisung betrieben hat und die wirklich ihre Subjektivität und sozusagen ihr Selbst und ihr Äußeres ins Zentrum gestellt hat. Insofern gibt es natürlich Parallelen zu Birgit Jürgensen. Aber die Art und Weise, wie Frida Kahlo an der Ikonisierung ihrer eigenen Person gearbeitet hat, wie sie sich eigentlich zum Markenzeichen stilisiert hat mit diesen zusammengewachsenen Augenbrauen und diesem sehr exotischen, autochthonen Aussehen, wenn man so will, das ist in keinster Weise mit Birgit Jürgensen zu vergleichen, die gerade diese Rollen unterläuft und die von einer Verwandlung in die nächste schlüpft und die eigentlich zeigt, dass es sowas wie einen fixen Identitätskern nicht gibt. Weiß man den Auslöser von Birgit Jürgensen, warum sie Künstlerin werden wollte oder schließlich wurde? Sie hat zum Beispiel sehr früh mit 9 Jahren Zeichnungen von Picasso kopiert und dann auch signiert mit Picasso Jürgensen, also B-I, weil sie auch, da muss man auch wissen, dass sie von ihren Eltern mit der Abkürzung B genannt wurde. Und mit dieser Signatur, mit dieser Umschreibung der Signatur skizziert sie auch oder markiert auch schon eigentlich ein künstlerisches Territorium, und das sehr früh. Also ich glaube, das sieht man ja auch hier in der Ausstellung. Ja, genau, das sieht man auch in der Vitrine. Das Großartige, denke ich, ist an Birgit Jürgensen, dass ihre beiden großen Leidenschaften eben die Zeichnung und die Fotografie. Und in der Zeichnung war sie eine Meisterin des Details, und sie war auch hat das auch dieses Handwerk gelernt, und in der Fotografie war sie eine Meisterin des Experimentierens. Sie hat also sehr früh schon eine Dunkelkammer gehabt, eine eigene, hat immer ihre Schwarz-Weiß-Fotografien selbst entwickelt, hat drüber gemalt, hat drüber gezeichnet, hat den Prozess des Polaroids zum Beispiel in diesen Entwicklungsprozess eingegriffen,
und die, zum Beispiel die Oberfläche von Fotografien zerkratzt und so, was man auch sehr schön sieht in der Ausstellung. Und dieser experimentive Umgang mit dem Medium Fotografie, da war sie sicher ihrer Zeit voraus. Sie ist sehr weit gegangen in ihrem Gestaltungswillen und das ist auch in, sozusagen in die Installation ihrer Ausstellungen mit ihrem Gestaltungswillen hineingegangen. Und wir haben in der Ausstellung eine Installationswand rekonstruiert. Also das ist wirklich eine großartige Sache, dass wir das geschafft haben, sämtliche bemalte Rahmen, sämtliche Polaroids, sämtliche Fotografien, die Teil dieser Installation waren, wiederzufinden. Da hat auch der Nachlass einen sehr großen Beitrag geleistet. Und diese Installation war zu sehen in der Ausstellung 10 Tage 100 Fotos in der Galerie Hubert Winter 1981-82. Und die zeigt, dass sie sehr kombinatorisch gedacht und gehängt hat. Also das ist wie ein Bildfeld, wie ein großes Tableau, in das sozusagen unterschiedliche performative fotografische Arbeiten einfließen und ein großes Ganzes ergeben. Und das sieht man im letzten Ausstellungsraum sehr schön. Es hat eine unglaubliche Sogwirkung, also man sieht es schon von Weitem und man ist angezogen und freut sich, freut sich, das sehen zu können. Zum Beispiel nicht so populär geworden wie, also jetzt vielleicht nicht so populär wie Frida Kahlo, aber ja, jetzt gemäß, warum kennt man sie so wenig? Sie hat das sehr früh reflektiert, indem sie dem Dumont Verlag einen Brief geschrieben hat und gefragt hat, oder sozusagen einen Denkanstoß gegeben hat oder eine Aufforderung gegeben hat, eine Anthologie von Künstlerinnen herauszugeben. Das wurde zweimal negativ beantwortet. Sie hat das begründet auch mit dem Mangel an künstlerischen Vorbildern von Frauen, an dem sie selbst gelitten hat. Und ihre, umgelegt auf ihre eigene Künstlerinnenkarriere, kann man sagen, dass sie wahrscheinlich auch exemplarisch für viele Künstlerinnen, dass sie sehr gerne unterrichtet hat und sehr viel an die nächste Generation weitergegeben hat und das aber durchaus zu einem Schwerpunkt gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen, dass es viele Künstlerinnen gibt, die so verfahren. Gleichzeitig ist es diese Sache, dass sie eben keinen Signature-Style entwickelt hat, sondern diese unglaubliche Vielfältigkeit einfach diesen Wiedererkennungseffekt nicht so erzeugt hat, wie das eine Frida Kahlo beispielsweise erzeugt hat. Also das sind so Gründe, warum sie vermutlich zu Lebzeiten nicht die Resonanz gefunden hat, die sie haben sollte. Und der dritte Grund, der ist für mich sehr zentral, ist, dass sie eben nicht diese politisch-agitatorische Ausrichtung des Feminismus betrieben hat in den 70er Jahren wie eine Valley Export oder wie eine Annie Sprinkle oder wie eine Marina Abramovic, sondern eben diesen sehr subversiven poetischen Unterton gehabt hat, der eben jetzt sozusagen, jetzt ist es an der Zeit, dass man die Qualität dessen entdeckt. Dass sie ihrer Zeit voraus war insofern, dass in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren noch in Österreich das Medium Fotografie nicht zum Kanon der Kunst gehört hat. Und das sieht man ja auch in der Ankaufspolitik der Museen. Damals wurden einfach nicht Fotografien angekauft. Und sie hat zum Beispiel auch immer, also sehr geschätzt, wenn sie beides, Zeichnung und Fotografie, gemeinsam ausstellen konnte. Aber zum Beispiel hat sie eine Ausstellung gehabt in der Albertina und da war das eben nicht möglich, das zu mischen, die beiden Medien. Und dieses Medium Fotografie, das ist halt im Zuge der feministischen Kunst auch sehr wichtig, weil es ist einfach das Medium, mit dem man ja Fotos machen kann, wenn man sich in den Spiegel schaut, wenn man sich verwandelt, allein im Atelier mit dem Selbstauslöser hat sie das immer gemacht. Zum Beispiel sieht man es ja schon in dieser Serie Totentanz mit Mädchen. Und es ist ein ahistorisches Medium gewesen in den 70er Jahren, in Opposition zur Malerei, die männlich dominiert war. Ja, und es war einfach die Zeit noch nicht reif, um das als Kunst
so wirklich zu schätzen. Und auf der anderen Seite, auch durch die Dominanz und Vormachtstellung der Malerei, war auch wiederum die Zeichnung ist nicht so ernst genommen worden. Mhm. Und dann überhaupt der Surrealismus, auch in den 70er und 80er Jahren, wurde in Österreich auch nicht rezipiert. Ich meine, denken wir daran, welche starke Gruppierungen vorhanden waren. Das war der fantastische Realismus und der Wiener Aktionismus. Also sehr Kunstformen, die oder Stile oder Richtungen, die das, was die Birgit gemacht hat, eben eigentlich überdeckt haben. Persönlich faszinieren die Werke am meisten, die an der Schnittstelle von Körper und Sprache passieren. Ich habe schon dieses Werk Frau genannt, aber es gibt zum Beispiel auch das Werk Jeder hat seine eigene Ansicht, wo sie uns eigentlich ihre Ansicht verwehrt und nur ihren Rücken zeigt, auf dem in mit Lippenstift geschrieben steht, jeder hat seine eigene Ansicht und wir werden sozusagen auf unsere Ansicht zurückgeworfen dadurch. Das sind wahnsinnig subtile, geistreiche, spielerische Arbeiten, die wirklich großartig sind. Und der andere Aspekt, den ich auch wunderbar finde, ist, sind die Arbeiten, wo sie das Unheimliche zum Thema macht oder wo sie sozusagen den Effekt des Unheimlichen erzeugt, wie beispielsweise in den Interiors, wo sie ein Dekorationsbuch aus den 80er Jahren genommen hat, das wirklich eine Anleitung zum schöner Wohnen war, mit Transparentfolien, mit sämtlichen sozusagen Räumen, die ein bürgerliches Wohnheim sozusagen komplettieren müssen, mit Küche und Wohnzimmer und so weiter. Und die hat sie mit vorgefundenem Bildmaterial unterlegt, zum Beispiel historischen Aktfotografien, und hat diese Gleichsetzung von weiblichem Körper und Heim dadurch auf die Spitze getrieben. Und die haben was unglaublich Abgründiges und man hat das Gefühl, dass da wirklich verdrängte Bewusstseinsschichten an die Oberfläche treten. Also diese beiden Aspekte, denke ich, sind für mich die interessantesten. Mich fasziniert an Birgit Jürgensens Arbeiten diese Präsenz der Sinnlichkeit. Und vor allem sieht man das sehr schön in dieser dreiteiligen Farbfotografie-Serie Engel aus dem Jahre 1996. Man nimmt eine weibliche Gestalt wahr, aber sie ist verdeckt durch einen Schleier, durch ein transparentes Tuch und ja, es ist eine Präsenz, aber zugleich auch eine Abwesenheit dieser weiblichen Figur. Und sie hat einmal sehr schön auch so einen Gedanken formuliert. Sie meinte einmal, als Verführte möchte ich wieder verführen und mit visuellen Mitteln ein Gefühl der Sinnlichkeit erzeugen. Und ich denke, dass man das sehr schön in dieser Ausstellung auch sieht, diese Präsenz der Sinnlichkeit in ihren Arbeiten. Dann gibt es auch eine kleine Schultafel, auf der sie einfach schreibt, ich bin, also so eine Gegenwärtigkeit und eine Feststellung der Präsenz und auch der Sicherheit, aber zugleich ist auch der Schwamm da, also sozusagen gleich auch mitgedacht, diese Auflösung der eigenen Identität. Und es ist eigentlich, obwohl es so klein ist, die Arbeit eine sehr, sehr schöne Arbeit. In ihren Notizbüchern gibt es immer wieder
Dinge, die sie auffängt, Zitate oder eigene Gedanken. Und unter anderem steht dann da Bad Boys und Platzmatronen. Also das sind so ihre Wortspiele, die, mhm. ja, die sie sozusagen mit ihrer Kunst verknüpft und vice versa. Grundsätzlich ist die Kunst, glaube ich, für jede Altersgruppe einfach spannend. Also es gibt zum Beispiel eine Zeichnung, die eine Äffin zeigt, ja, die, also ein behaartes menschliches Wesen, das dabei ist, sich aufzurichten. Man ist an die Evolutionsgeschichte der Aufrichtung erinnert. Das sind sicher Zeichnungen, die schon sehr, sehr kleine Kinder, glaube ich, sehr, sehr gut rezipieren können. Und wir haben da auch ein umfassendes Vermittlungsprogramm entwickelt, wo es um Mensch-Tier-Verwandlungen geht, um das Schlüpfen in anderen Rollen, einfach um dieses Durchspielen, wer bin ich? Es gibt ja dieses Kinderbuch, das kleine Ich bin ich. Also sozusagen, wenn man so will, in Anknüpfung daran. Alice im Wunderland ist ein Thema gewesen für Birgit Jürgensen, ein großes Thema gewesen für Birgit Jürgensen. Also auch das wird vorkommen. Alice im Wunderland, ja, eine schöne Hausfrau-Zeichnung von 1975, wo sich die Größenverhältnisse verändern und die Hausfrau verwandelt sich in eine Tigerin und rüttelt dann ihr Gerüst oder Gefängnis. Und die Familie wird ihr zu eng, zu klein und sie möchte raus aus dieser Rolle. Verbund hat sich schon sehr früh für das Werk von Birgit Jürgensen eingesetzt. Wir haben sie 2004 begonnen, im Gründungsjahr anzukaufen, und wir freuen uns jetzt sehr, dass sozusagen nach diesen vielen Jahren, wir haben sie auch in Rom, in Istanbul, in verschiedenen Sammlungspräsentationen gezeigt und auch die erste Monographie gemacht, zusammen mit der amerikanischen Kunsthistorikerin Abigail Solomon Godot herausgegeben. Und wir freuen uns sehr, dass jetzt diese jahrelange Vorarbeit sozusagen in diese wunderbare Ausstellung im Kunstforum mündet und dazu geführt hat. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man eben das Werk von Birgit Jürgensen jetzt zum ersten Mal sehen kann. Wie viele Werke gibt es denn noch, die nicht gezeigt werden? Wir haben sehr viele Arbeiten nicht gezeigt in der Ausstellung und wunderbare Arbeiten, und ja, also man könnte sagen, in etwa das Werk an die 3000 Arbeiten umfasst, und wir haben jetzt über 250 Arbeiten in dieser Retrospektive zeigen können. Also es gibt genug Stoff für Folgeausstellungen. Vielleicht wird es hier noch eine Birgit Jürgensen 2 Retrospektive geben. Und ich meine, dass es jetzt auch zwei wunderbare wissenschaftliche Publikationen gibt, zeigt ja auch, welches enorme Potenzial das Werk von Birgit Jürgensen hat. Also jetzt dieser wunderbare Katalog vom Kunstforum und Sammlungsverbund. Hat sie andere Künstler inspiriert? Gibt es da direkte Linien bis in die Gegenwart? Was auf jeden Fall an Inspiration sehr stark von ihr ausgegangen sind, ist in der Lehre. Also sie war eine wunderbare Lehrerin, und wenn man mit den Studentinnen und mit den Künstlerinnen und Künstlern, die bei ihr
waren, spricht, dann ist sie, also, dann sind die immer sehr angetan. Zum Beispiel die Elke Christoffek hat einmal gemeint in einem Interview, das Beste, was der Arnulf Rainer gemacht hat, ist, dass er die Assistentin Birgit Jürgensen hatte. Also zum Beispiel, oder Carole Dertnick schwärmt auch sehr über die Art, wie sie hat gesagt, sie hat immer versucht, die Studenten zu verstehen, das nachvollziehen, nicht ihren eigenen Stil reinzubringen und eigentlich das nur also zu fördern, was die Künstler denken und was sie spüren und was sie ausdrücken wollen in ihrer Kunst. Und ich glaube, darin hat sie 20 Jahre lang sehr gewirkt und auch die Künstler beeinflusst. In einem Interview erwähnt sie, dass es zwei Künstlerinnen gegeben hat, die sie vor allem aufgrund ihrer Subversivität und ihrer Ironie auch geschätzt hat. Und das waren einerseits Merritt Oppenheim. Also gerade wenn man an die Schuhobjekte denkt, gibt es da natürlich gewisse Parallelen, also mit diesem Fetisch zu spielen und den auch zu brechen in irgendeiner Form oder zu verweiblichen, wenn man so will. Und andererseits war das Louise Bourgeois, die ihr einfach eine sehr wichtige Figur war. Und da gibt es also gerade diese Anverwandlung von Heim und weiblichem Körper, die Birgit Jürgensen in der Hausfrauenküchenschürze ausstellt. Das hat Louise Bourgeois in ihren Femme-Maison-Zeichnungen auf ähnliche Weise gezeigt. Also das wär so eine Parallele, die man ziehen könnte. Sie hatte zum Beispiel also so drei Leidenschaften. Eins war, sie liebte alle Arten von Papier. Sie hat sich auch aus Japan eigene Papiersorten zuschicken lassen. Sie hat in der Nähe von der Marhilferstraße ihr Atelier gehabt. Sie ging sehr gern shoppen, immer wieder schauen. War sehr an Mode interessiert, hat sehr gern Modedesigner mit günstigeren Marken kombiniert. Und sie hat eine große Affinität und eine große Leidenschaft für Schuhe. Sie hat wahnsinnig viele Schuhe gehabt, verschiedenste Art. Und diese Leidenschaft ist dann natürlich auch eingeflossen in ihre Kunst. Und sie hat dieses großartige Schuhwerkzyklus gemacht. Was aus Erzählungen von ihr bekannt ist, ist, dass sie einfach eine sehr zurückhaltende, sehr, sehr feine und sehr, 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 auch sehr bedachte Person war. Sehr geistreich, aber sozusagen nie laut und nie auf sich verweisend, sondern wirklich sehr, sehr bescheiden. Es gibt zum Beispiel auch eine Anekdote, Harald Zimmern war einmal in Wien und er hat sich mit Birgit Jürgensen verabredet, 2 Tage, mit der Bitte, dass er ja auch andere Künstler und Künstlerinnen vorstellt. Und sie hat es dann auch gemacht. Es ging um die Biennale in Venedig, hat dann sehr viele Künstlerinnen von ihren Studenten eben vorgestellt. Und ist mit ihm in Harald Zimmern in Ateliers gegangen und so weiter. Aber in diesen 2 Tagen hat sie nicht ihre Werke hergezeigt. Also das zeigt auch, dass sie eigentlich sehr eine zurückhaltende Künstlerin war. Und sind Kuratoren zu ihr gekommen, das war auch ihr sehr wichtig, hat sie immer das Letzte gezeigt. Immer die neuesten Arbeiten, das war ihr total wichtig. Und deswegen ist das jetzt auch so eine Überraschung hier in dieser Retrospektive, dass man endlich einmal so einen Gesamtüberblick bekommt, weil viele Kuratoren und Künstler, die sie gekannt haben, die kennen die frühen Arbeiten nicht, weil sie immer nur das Neue hergezeigt hat. Diese Retrospektive wird auch die Koordinaten, nicht nur die für die feministische Kunst, sondern überhaupt für die Kunstgeschichte etwas modifizieren. Also man wird jetzt einen neuen Blick auf die österreichische Kunst bekommen oder zumindest so weit könnte man gehen, dass man sagen kann, nach dieser Retrospektive kann man Birgit Jürgensen nicht mehr übersehen. Thank you and good night.